Ja, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurer Aktion. Eure Aktion, die ich ins Leben gerufen habe, weil ich ja mal die Menschen hinter den Kommentaren und hinter den Fotos der ersten Aktion, also dieser ersten Schickt mir euer bestes Bild Aktion, haben wollte. Und hier war jetzt die Aufgabe, ihr stellt euch wirklich mal selber vor mit einem Selfie. Und ich wollte gern wissen, wo kommt ihr her, wie alt seid ihr, wie lange fotografiert ihr, mit was fotografiert ihr? Und so ein bisschen, was sind eure fotografischen Ziele? Neben euren Bildern oder neben den Bildern der Teilnehmer sind dann auch nochmal die jeweiligen Accounts, sofern vorhanden, also ob nun Instagram, Facebook oder vielleicht auch eine Internetseite. Das heißt, ihr müsst dann einfach mal, was ich hoffe, wenn ihr euch gegenseitig mal besucht, mal stoppen, um dann da mal drauf zuzugreifen. Ja, das wird heute länger. Also ich würde sagen, holt euch was zu trinken, was zu essen. Es lohnt sich, das kann ich schon mal sagen. Und ganz, ganz tolle Dinge haben mich erreicht, mal wieder überwältigend. Deswegen, es geht nicht um mich. Deswegen sage ich einfach mal, wir starten. Also diesmal ganz sicher dranbleiben und es wird spannend. So, wir starten mal mit unserem ersten Probanden. Das ist Pino Buoro, der Jahrgang 1950 ist, schreibt in Klammern etwas gealtert. Ja, mein Gott, sehe ich nicht. Schönes Porträt. Er kommt vom schönen Bodensee in der Schweiz, in Arbon. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und er schreibt mir, er fotografiert, seit er 18 ist, mit einer mehr oder weniger großen Unterbrechung und ist aber seit 6 Jahren wieder recht aktiv. Und schreibt dann, er ist Fujianer. Und das ist er in der Tat. Er hat mal ein bisschen aufgelistet, eine Fuji X-T1, eine X-E2, eine X-E3, eine X-70, eine X-100S. Dann ein mehr als umfangreicher Objektivpark. Fujinon 10-24, 18-55, 28-4, das 56er, das 14er, das 35er. Dann hat er die Fixlenses, die 23 mm an der 100S, das 18,528 an der X70. Dann hat er Artisan 25 mm 1,8, Konica Hexanon 50 mm 1,7, noch eine Canon EOS M6 und dazu auch noch Canon 15-45 und Canon 22 F2. Also mein lieber Scholli, die Qual der Wahl. Und er schreibt, er möchte gerne das Leben fotografieren mit Menschen, ohne Menschen, am Tag, in der Nacht, bei Konzerten etc. Keine Studiofotos interessieren mich nicht so sehr. Gern würde ich mal meine schönsten Fotos in einem Buch festhalten, nicht öffentlich, aber einfach für mich. Ja, Pino, unbedingt, das habe ich ja auch gemacht. Vielleicht hast du es auf dem Kanal gesehen, mein 2019er Buch. Das ist toll und das wird für 2020 auf jeden Fall auch wieder kommen. Ja, schön, die Links und die Accounts seht ihr. Pino, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, der nächste im Bunde, Wolfgang Schwalb, ein alter Bekannter, möchte ich jetzt fast schon sagen. Freut mich, dass du gern dabei bist. Und hier sieht man mal ein wahrlich kreatives Foto. Genau das habe ich mir gewünscht. Das Ganze ein bisschen mit dem Humor. Wolfgang ist 67 Jahre alt und Rentner und er wohnt 15 Kilometer entfernt von der Leica-Metropole Wetzlar. Ja, Wolfgang, ich warte nur, bis die da wieder aufmachen. Dann bin ich 2 Tage da, ist schon beschlossen. Dann melde ich mich. Er fotografiert seit circa 4 Jahren. Knipsen tut er schon mehr als 50 Jahre. Equipment ist eine Sony A6300. Gern mit dem Samyang 12mm F2 und dem Sony 18-105 F4. Darüber hinaus DJI Osmo Pocket und eine Drohne DJI Maverick Pro Platinum. Sein fotografisches Ziel sind Bilder, an denen er Freude hat, mit Techniken, die ich mir aus YouTube-Videos anschaue und versuche, in eigenen Bildkompositionen umzusetzen. Ja, ist auch sehr, sehr umtriebig mittlerweile. Ich sehe auch immer seine Bilder. Webadresse Facebook und YouTube auch, schaut da mal rein. Und er schreibt noch zu seinem Selfie, die Idee zu dem Foto kam mir in der Vorweihnachtszeit, da Weihnachten für mich nur schön ist, wenn kleine Kinder dabei sind. Allein oder zu zweit kommt bei mir eher etwas depressive Stimmung auf. Das habe ich versucht, in diesem Foto auszudrücken. Ich habe es trotzdem mit einem Augenzwinkern gemacht. Wolfgang, sehr schön, sehr kreativ. Danke, dass du dieses Bild eingeschickt hast.
Und ich verspreche, wenn ich in Wetzlar bin, gebe ich Bescheid. Und das kann noch im Mai sein, aber im Juni in jedem Fall. Und vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, hier haben wir Carsten Sendt. Carsten Sendt hat mir geschrieben, ist 38 Jahre alt oder jung. Kommt auf den Standpunkt drauf an, er fühlt sich aber eher jung. Er wohnt jetzt seit 7 Jahren in der Nähe von Stuttgart. Vorher habe ich im Ruhrgebiet gewohnt. Fotografieren tut er seit 2016, aber seit 2006, Entschuldigung, aber seit 2009 hat er erst so richtig angefangen zu fotografieren. Erste Kamera war ein Olympus C300, 2009 ein Olympus E410 Spiegelreflex. Die hat er einige Jahre benutzt und Ende 2014 hat er sich die Canon 70D gekauft, die er bis Ende 2019 als Hauptkamera verwendet hat. Ende 2020, ich denke mal Ende 2019, kam dann seine aktuelle dazu, die Canon 90D. Benutzt drei Objektive, 50 mm Festbrennweite, Blende 1.8, ein 18-135 und das 70-300, allesamt Canon-Objektive. Sein fotografisches Ziel ist, die Landschafts- und die Modellfotografie weiter zu verfeinern. Was er sich für dieses Jahr vorgenommen hat, ein Fotoshooting mit einer Dame und ihrem Pferd abzulichten. Ich finde das Zusammenspiel von Mensch und Tier einfach toll. Letztes Jahr war ein Shooting dieser Art geplant. Leider erkrankte das Pferd. Hat eine eigene Homepage und Instagram-Account. Und ja, schaut mal rein, schaut doch mal drauf. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du mitmachst. Ja, der nächste im Bunde, Peter Kaulbach. Ja, wir sind, folgen uns ja alle schon oder folgen uns ja auch schon fleißig bei Instagram und so weiter. Peter schreibt, ist 56 Jahre alt, kommt aus Berlin-Steglitz. Ich war Anfang der 70er als Lehrling an einer Foto-AG, Analogfotografie. Die Jüngeren unter euch können das googeln. Irgendwann ist es etwas eingeschlafen und richtig aktiv, in Klammern digital, wurde ich Anfang 2000. Ich habe eine Sony Alpha 6000, langer Begleiter. Für meinen Tele habe ich eine Sony Alpha 6500. Ja, und jetzt bin ich schuld. Mein größter und liebster Schatz nach meiner Frau, das ist immer wichtig zu schreiben, kenne ich, ist seit neuestens die Leica Q2. Da bin ich wohl hier nicht ganz unschuldig dran. Und ja, das freut mich natürlich. Freut mich, dass du damit zufrieden bist. Und Ziele. Er schreibt Ziele. Welche Ziele habe ich? Fotografieren ist für mich Entspannung pur, ein Ausgleich zum Job. Und wenn ab und zu was halbwegs Vernünftiges, ein halbwegs vernünftiges Foto bei rauskommt, dann freut ihn das. Und hat Homepage, Instagram, Flickr. Und ja, also halbwegs vernünftige Fotos ist ein bisschen untertrieben, Peter. Und schaut mal drauf. Schön, dass du mitgemacht hast. Ja, auch der Beitrag hat mich besonders gefreut von Günther Weinhengst. Und ja, schreibt halt dazu, ist 1960er Baujahr, kommt aus Niederösterreich und er fotografiert seit 1975. Da war ich 4 Jahre alt. Ich jetzt hier. Oh je. Zuerst mit Nikon F4S und Minolta 9000. Und ja, so still und heimlich, jetzt mit einer Leica Q2. Und schreibt so ein bisschen als Ziel, ich möchte mich in der Digitalfotografie verbessern. Siehst du, Günther, und ich würde gerne mal analog fotografieren wieder nach 100 Jahren. Und da kannst du mir sicherlich einiges zu sagen. Vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwann und irgendwo, uns da mal auszutauschen. Und Accounts auf YouTube, Günther und Sonja Weinhengst auf Facebook, Josef Gärtner mein Pseudonym. Also habe ich verlinkt, guckt mal drauf. Und ja, Günther, vielen Dank, dass du mitmachst. Klasse. Ja, hier haben wir Armin Neumann und ein ja, krasses Bild. Als ich das erstmal aufgerufen habe, musste ich da erstmal gucken, ob was irgendwie mit meinem Rechner nicht stimmt. Aber er schreibt dazu, er macht gern mit dem Foto in der Anlage, entstanden bei einer kleinen Wanderung um einen nahegelegenen Stausee mit dem iPhone. Und da steht dann mitten in der Landschaft ein Metallspiegel in Konkav. Der hat auch schon einige Dellen im Laufe der Jahre bekommen, wie man sieht. Armin ist 63 Jahre alt und wohnt in Baden-Württemberg. Er fotografiert seit 1973. Angefangen mit einer Pocket, später dann Spiegelreflex, bis ich dann vor knapp 20 Jahren bei Leica gelandet bin. Aktuell wird mit einer M6 TTL T und einer D-Lux fotografiert.
Er schreibt, genaue Ziele habe er nicht. Das heißt, für mich ist halt immer neugierig bleiben. Da kommen die Motive dann von ganz allein. Mal mehr, mal weniger. Das kenne ich gut, Armin. Und ja, Mensch, seit 1973, Wahnsinn. Super, dass du mitmachst. Vielen, vielen Dank. Und ja, munter bleiben. Ja, freut mich auch wieder sehr, dass Olaf mitmacht. Olaf Munderlo. Und Olaf, ich denke, der ein oder andere kennt ihn ja. Kommt hier aus Hannover, also eigentlich in meinem direkten Umfeld. Wir haben es immer noch nicht geschafft, uns mal zu treffen. Das sollten wir unbedingt nachholen. Und er schreibt auch so ein bisschen, finde ich ganz gut, und so ging es mir auch. Dadurch, dass Olaf hat ja auch einen sehr interessanten YouTube-Kanal, schaut mal drauf. Und er schreibt, es ist eine tolle Aktion. Meine Intention mit YouTube zu Beginn war auch immer das Soziale. Ich wollte, wenn auch zunächst virtuell, mit anderen Menschen, die das gleiche Hobby teilen, in den Austausch kommen. Insofern finde ich die Interaktion mit deinen Zuschauern sehr lobenswert. Ich habe selber schon bei mir gemerkt, dass das Ganze sehr, sehr schnell zu einer One-Man-Show werden kann. Insofern, ja, und genau, Olaf, genau das war auch meine Idee. Es ist immer so der Alleinunterhalter und man hat viele Leute, die kommentieren mit Pseudonym und man weiß irgendwie nie, wer dahinter steckt. Deswegen, ja, ist mir genauso gegangen. Olaf ist noch 49 Jahre alt, ändert sich im Juni, wohnt seit 18 Jahren in Hannover und geboren und aufgewachsen in Oldenburg. Fotografiert seit seinem 13. Lebensjahr, also seit ca. 37 Jahren. Er fotografiert seit vielen Jahren mit Nikon, derzeit mit einer Nikon D750. Fotografisches Ziel, da ich über die Fotografie hinaus alle schönen Dinge zugeneigt bin, wie Malerei, Musik, Literatur und alte Möbel, ist meine fotografische Sichtweise eher die eines Künstlers und weniger die eines beobachtenden Journalisten. Realismus ist mir in der Fotografie nicht so wichtig. In der Menschenfotografie macht es mir große Freude, mich immer wieder auf Menschen einzustellen und mit diesen an ihren Wünschen zu arbeiten. Dabei ist es mir sehr wichtig, dass die Bilder das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit zwischen der fotografierenden Person und mir sind, da ich glaube, dass nur so schöne Porträts entstehen, die die Persönlichkeit dieser Person zum Ausdruck bringen. Auch in der Architektur- und Landschaftsfotografie verstehe ich die Darstellung der jeweiligen Motive stets als Kunstwerk. Knipsen kann schließlich auch Google Street View. Dafür brauchte es den Menschen nicht. Ja, schöne Gedanken auf jeden Fall. Und seine Links habe ich gesetzt. Also wie gesagt, schaut mal bei Herrn Dr. Olaf Munderlo vorbei. Er macht das wirklich klasse. Und Olaf, ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Immer wieder gerne. Und lass uns mal irgendwann zusammentun. Wir wohnen keine Stunde auseinander. Ja, der nächste im Bunde. Und habe ich mich sehr gefreut, weil ihr seht ja schon, die E-Mails sind wirklich auch ein bisschen länger. Aber ich will und kann euch das nicht vorbehalten, weil es einfach furchtbar interessant ist. So auch hier der Beitrag von Holger Dietz. Und Holger ist 54 Jahre alt, kommt aus Mittelhessen, nur ein Steinwurf von Wetzlar entfernt zum Leica Headquarter. Braucht er 5 Minuten. Das wäre mein Untergang. Das wäre Holger mein Untergang. Wie lange am Fotografieren? Seit Kindesbeinen, aber mit Unterbrechung. Womit? Und jetzt kommt's. Vater, alter Spiegelreflex, Revue. Dann kurzzeitig Minox, da auch ganz hier in der Nähe, produziert. Dann in Analogzeiten eine Minolta Dynax 5000i, die sagt mir auch noch irgendwas. Dann der Wechsel zu digital mit einer Sony Alpha in den 2000ern. Später eine Nikon D5100. Seit 1,5 Jahren dem Leica-Virus verfallen. Er hat eine M10 mit einem Summilux 35mm, Summilux 50, Summarit 90 sowie diverse Novoflex-Zubehör wie Stativ und Makro-Equipment. Seit 2 Wochen zusätzlich stolzer Besitzer einer Q2. Ja. Fotografische Ziele, schreibt er, Spaß haben beim Hobby, das sowohl die Naturschönheiten wie aber auch Menschen, Länder, Städte und Kulturen zeigen kann. Andere Menschen mit meinen Bildern Freude bereiten. Meine Kenntnisse und Fähigkeit beim Fotografieren ausbauen, vor allem einen immer besseren Blick für das Motiv bekommen. Seine Accounts, ne, schreibt auch, ich poste vor allem auf Facebook, das stimmt, in einer Reihe von Leica-Fotogruppen und meiner derzeitigen Story sowohl halt WhatsApp-Status und so weiter und so fort. Verlinke ich euch alles. Sehr schön, das fand ich sehr interessant. Schreibt er noch viel mehr, ist noch erwähnenswert, dass ich insbesondere zu Leica eine sehr spezielle persönliche Beziehung habe. Da zum einen mein Vater dort in den 50er Jahren Feinoptiker gelernt und viele Jahre bei Ernst Leitz Wetzlar gearbeitet hat.
Zum anderen habe ich selbst die meisten Jahre meines Berufslebens sehr eng mit Leica als Kunde zusammengearbeitet. Die damalige Leica Hausgalvanik, zuständig für alle Oberflächenveredelungen von Kameras und Mikroskopen, wurde in den 90ern vom Konzern outgesourced. Und ich hatte das Glück und die Freude, dieses neue selbstständige Unternehmen anschließend mit aufzubauen. In dieser Zeit sind beispielsweise auch die berühmten vergoldeten Sonderserien für Könige und viele andere durch meine Hände gegangen. Aber dies ist ja nur eine Anekdote am Rande, aber vielleicht ganz lustig zu erzählen. Ja, unbedingt, Holger. Also, da du ja, was, 5 Minuten? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ob noch im Mai oder Juni, 2 Tage bleibe ich im Leitzpark. Habe da schon auch dieses Hotel da, was da ja direkt ist. Und ich denke mal, da sehen wir uns dann mal auf jeden Fall. Dann sind wir jetzt ja fast schon zu dritt. Also wirst du mitkriegen, wenn ich da plane hinzufahren. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, dann stelle ich euch gerne vor, Frank Ochot hat ja auch schon mitgemacht bei der ersten Aktion, ist 53 Jahre alt und wohnt in Eberdingen-Hochdorf. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, waren hier doch schon zwei jetzt aus der Region. Ne? Das soll ja vielleicht, kontaktiert euch ja mal zusammen. Fotografiert mit einer Fuji X-T3 und einer nagelbrandneuen Fuji X100V. Angefangen hat er vor circa 7 Jahren mit der Canon 70D, später dann mit der Canon 5D Mark III. Das Equipment wurde mir dann allmählich zu schwer und entschied mich, alles zu verkaufen. Ja, kenne ich auch. Heute bin ich begeisterter Fuji-Fan. Meine fotografischen Ziele sind bisher querbeet gewesen. Dennoch filtert sich letzter Zeit immer mehr die Street-Fotografie mit Detailaufnahmen heraus. Dazu habe ich mich unter anderem auch deine Videos inspiriert. Ja, die Makrofotografie finde ich auch sehr interessant. Ja, Accounts sind verlinkt, Frank, auf jeden Fall. X100V, da kannst du ja mal ein bisschen was zu erzählen. Mach doch mal einen YouTube-Kanal. Vielen, vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, nächst im Bunde Siegfried Schmidt mit diesem sehr schönen Selbstporträt mit einer, ich glaube, das ist ja die Olympus Pen F, die er da in der Hand hat. Und schreibt halt, klar, Siegfried Schmidt, Alter 53, Wohnort bei Schweinfurt, Unterfranken in Bayern. Digital fotografiere ich seit 2006, davor eine Zeit analog mit einer Pentax. Ich verwende derzeit ausschließlich Systemkameras. Olympus M1 Mark II, Olympus Pen F, Fuji X-T3 und Fuji X-Pro 3. Meine Traumkamera ist die Leica Monochrom, wird aber wohl ein Traum bleiben. Ja, Siegfried, sag ich nochmal zusammen, was du da so mit dir rumschleppst, dann bist du da schon. Meine fotografischen Ziele weg vom Hier und Da knipsen, sondern Projekte und Serien angehen, ja, themenbasierte Fotobücher und schließlich der Traum, aber vielleicht mal eine Ausstellung zu bekommen. Plattform, sehen wir hier alle. Und schaut mal drauf. Und ja, auf jeden Fall Themen und mit dem Ziel. Und finde ich gut. Ausstellung, interessantes Thema, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Aber wäre sicherlich auch auf jeden Fall eine tolle Sache, Siegfried. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, nächster im Bunde Klaus Bostelmann. Sofort das Bild gesehen und wusste, was das ist. Schönes Selfie. Und das ist der Waschraum des ehemaligen Zerstörer Mölders im Hafen von Wilhelmshaven. Und witzigerweise, wir kannten mal jemanden, der auf der Mölders gefahren ist. Und ich habe hier zwei Zippos original, solche mit dem Zerstörer vorne drauf. Und schöne Erinnerung. Alter 70. Geboren ist er in Hamburg, danach 20 Jahre in Dresden. 2 Jahre in Negast bei Stralsund und seit 3 Jahren im Mommerland Ostfriesland. Herrlich, meine Ecke da oben. Wie lange schon am Fotografieren? Seit 1959. Womit ursprünglich mit einer Zeiss Ikon Baldur, funktioniert noch immer. Aktuell mit einer Nikon Z6 und einer Leica Monochrom Typ 246. Fotografisches Ziel: weiterhin Freude am Hobby haben, Austausch mit anderen Hobbyfotografen. Ja. Das ist genau das Ding. Austausch, also nutzt es. Und meine Güte, seit 1959, da kannst du mir mit Sicherheit eine ganze, ganze Menge erzählen. Vielleicht sieht man sich mal, würde mich sehr freuen. Und gern deine Accounts. Klar, verlinke ich auch hier mit. Und bleib mir gesund. Und danke, danke, dass du mitgemacht hast und dieses schöne Bild eingesendet hast.
Ja, charaktervolles Porträt von Matthias Klenke. Und schreibt Matthias Klenke, 55 Jahre, aus Ginsheim bei Mainz, fotografiert seit 1980 analog und digital. Schreibt, habe 33 Jahre gern mit verschiedenen Nikon-Kameras fotografiert. Irgendwann wurde mir dann allerdings die Schlepperei zu viel. Irgendwie haben das Problem nach einer Zeit, finde ich, alle. Ne? Seit 2013 genieße ich die Leichtigkeit mit der Fujifilm X-T-Serie und nehme auch nie mehr als zwei Objektive mit auf meinen Reisen. Fotografische Ziele sind, weitere Fototouren nach Skandinavien unternehmen zu können und später die Veröffentlichung eines Bildbandes mit den Highlights von meinen Reisen. Dann sagst du mir bitte Bescheid, Matthias, wenn du diesen Bildband mal erstellt hast, den werde ich haben wollen. Für mich ist die Fotografie ein erfüllender Ausgleich zu meiner Arbeit im IT-Bereich und über all die Jahre mein liebstes Hobby geblieben, bei dem ich in der Natur sein kann und mich so vom Alltag entspanne. Einige meiner Fotostrecken findet ihr unter, habe ich gern verlinkt. Schaut mal drauf. Beeindruckend. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, auch diesmal mit dabei der Urs Teubener und freut mich total. Urs schreibt, 20-Jähriger gefangen im Körper eines 42-Jährigen. Sehr cool. Aus Stadthagen im schönen Schaumburger Land. Er fotografiert seit knapp 2 Jahren etwas ernsthafter und fotografiert mit einer Fuji X-T30, hat dort die Lieblingsbrennweiten 18 mm, 35 mm und einer Rolleiflex T, Baujahr 1959. Aktuell warte ich noch auf eine Konica 3A aus dem Jahr 1958, welche irgendwo auf dem Weg von Japan zu mir ist. In der Corona-Zeit bin ich zu den alten Kameras gekommen und erfreue mich an der Entschleunigung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich erst jetzt so richtig angefangen habe, das fotografische Handwerk zu verstehen. Ja, das Anmerkung von mir kann ich nachvollziehen. Irgendwie ist auch bei mir gerade der Weg zu immer, immer einfacher und sensationell. Eine Kamera von 1959 hatte ich noch nicht in der Hand. Schreibt dann weiter, irgendwann würde ich gern nochmal mit einer Leica M fotografieren. Das Gefühl, alles komplett selber festzulegen, fernab von der Automatik, tut mir gut. Fotografisches Ziel, ich fotografiere hauptsächlich zur Entspannung und als kreativer Ausgleich zu meinem doch recht von Fakten und Zahlen geprägten Beruf. Die Konservierung von Momenten und Erlebnissen ist eher ein Nebeneffekt. Besonderes Augenmerk liegt bei mir aktuell auf der Schwarz-Weiß-Fotografie, die ich irgendwann von der Belichtung bis zum fertigen entwickelten Bild eigenhändig machen möchte. Digitalfotografie ist für mich jedoch absolut gleichwertig, nur halt anders. Ja, Urs, spannendes Thema, also auch gerade so Analogfotografie mal wieder zu machen, selber zu entwickeln. Boah, ich wehre mich da selber noch ein bisschen gegen, weil ich mich kenne, dann wahrscheinlich komme ich vom Hundertsten ins Tausendste, aber mich fasziniert das total und bei sowas wäre ich auch gerne mal dabei und würde mir das gerne nochmal angucken, ist einfach irre lange her. Also tolle Entwicklung kann ich verstehen, man sieht ja auch auf deinem Selfie die Kamera in der Hand. Ein Sahnestückchen und ja, Account sehr gerne verlinkt und schaut mal drauf. Urs, danke fürs erneute Mitmachen. Ja, ihr Lieben, das war der erste Teil. Ich dachte ja am Anfang, es wird halt ein Teil, aber ihr könnt sicher sein, da ist noch einiges gekommen. Sehr lohnenswert, dass ein zweiter Teil kommt. Ich würde mich wirklich auch freuen, wenn die, die den ersten Teil geguckt haben, sich auch den zweiten, wenn das so weitergeht, wahrscheinlich auch den dritten Teil anschauen. Es wird sonst zu lang. Ich denke mal, halbe Stunde plus ist so ganz okay. Ich möchte jetzt schon mal denen hier wirklich herzlich danken. Und ja, zweiter Teil, glaubt mir, mit tollen Geschichten hinter den Menschen, hinter den Bildern. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Zweiter Teil in einer Woche, dann läuft ja die Aktion aus. Und je nachdem, was jetzt dann in der zweiten Woche noch eintrudelt, schauen wir mal, ob wir das dann in einer etwas längeren zweiten Folge machen oder sogar noch eine dritte. Keine Ahnung. Also, das hat mir auf jeden Fall schon sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, euch untereinander auch. Und nutzt es mal, Kontakte zu knüpfen untereinander. Ich glaube, ein paar regionale Gleichheiten waren ja dabei. Okay. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen. Teilt es, verbreitet es, gebt mir ein Feedback. Würde ich mich sehr freuen. Und wie immer, ihr wisst das. Ich wünsche euch was Schönes, werdet und bleibt gesund.
und wir sehen und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.